Ja. Die läuft! Der zieht richtig ab, ey. Wir werden jetzt mit unserem Carrera-Auto hier ein bisschen Spaß haben. Das ist ja die Straße, die haben sie letzte Woche gebaut. Im Prinzip ist das Hightech, ne? Genau, ich mag es hier, ja? Passt du nicht auf, oder was? Du weißt ja nicht, dem Loseur ist nichts zu schwören. Ein bisschen am Rumfummeln. Hab ich alle Tür! Oh, er läuft aber. Er geht. Hab ich schon den Griff in der Hand? Da hinten ist schon wieder rot. So. Hat der Bremsen? Nein. Mann doch. Das dauert doch noch ein bisschen, bis wir kommen, ne? Kannst du Aggregat hier ausmachen? Nee, ich fahr mal hier so. Der Blick. Ich dachte auch, Bockschmidt. So, was machen wir heute? Wir gucken uns mal Straßenbau an, Baustelle. Straßenbau ist für mich ein sehr wichtiges Thema, weil als bekannter hier und da mal Querfahrer ist es unfassbar, wie unterschiedlich Asphaltarten sein können. Vom Grip, vom Reifenverschleiß, von der Geräuschkulisse, ob sie kreischen, quietschen. Das ist alles unterschiedlich und deswegen bin ich auch heute dabei. Ganz ehrlich, das ist der einzige Grund, warum ich dabei bin. Ich will wissen, was gibt es für unterschiedliche Asphaltsorten. Die Poesie des Asphalts. Ist auch so. Ich zum Beispiel, bist du ein Fan von eher grauem oder eher schwarzem Asphalt? Schwarz. Bei Grau denke ich immer Faust drauf. Weniger Grip. Irgendwie. Scheiße, der will abhauen. Den kriegst du. Nein, also ganz klar, ich finde den Schwarzen viel schöner. Ja. Und wenn der Schwarze auch noch nass ist, dann sieht das ja noch mal geiler aus. Aber heute wird es sehr, sehr spannend. Es geht auch darum, jungen Leuten zu zeigen, was es für Optionen gibt als Job. Im Bau. Im Bau. Das Thema Bauindustrie wird 100% identisch oder mehr werden. Da sind sie, glaube ich, schon. Wie, wann sind wir denn da? Saw. Boah. Die haben Saw hier gedreht. Make your choice. Bruder! Ich fahre immer wieder gerne mit Ihnen Auto. Tatsächlich, Lastwechsel mit Pendelachse ist brutalst. Ich habe ein Date gemacht mit Lars. Mhm. Macht irgendwie hier Produktionsleitung und so. Okay. Und sitzt im Labor. Das ist schon mal gut, weil dann kann er uns schon mal erklären, was für unterschiedliche Arten es gibt. Hallo. Moin. Moin. Leon. Jean-Pierre. Maria, hallo. Du bist Lars. Ich bin Lars. André. Moin. Hallo, André. Du bist? Leon. Leon und Lars. Ja, schön, so, dass ihr hier seid. Ja, ich freue mich auch. Oder geht's ja schon los? Kann ich mal annehmen? Ja, klar, sicher. Das ist so ein Asphaltprobekörper. Aha. Durchgeschnitten. Ne, das ist so eine Deckschicht, also von dem Asphalt quasi. Ist das die sich abarbeitet? Das ist die sich abarbeitet, ja. Weil, was ich mal gehört habe, ist, es gibt eine Schicht, die sich abarbeitet. Darunter gibt es wirklich so eine Tragschicht. Die bleibt quasi. Die bleibt, ja. So wie das Fundament im Haus quasi. Okay. Warum gibt es unterschiedliche Farben? Das würde ich direkt erstmal fragen. Weil es gibt ja manchmal den, wie glaube ich viele, diesen schwarzen Asphalt sehr schön finden. Ja, ich finde, ich bin mehr Team Schwarz. Ich bin auch Team Schwarz, du? Auch, natürlich. Es gibt ja noch Möglichkeiten, Straßen anders zu bauen mit das böse Wort mit B. Ja, Beton. Nee, das sagen wir hier nicht. Nein. Das wäre ja grau, ne? Aber deswegen stehen wir auf Schwarz. Aber es gibt auch grauen Asphalt. Jein. Oh. Nee, das hat andere gedacht. Gründe. Ich könnte euch das ist der Split oben drauf, der dann die Farbe macht, ne? Ich kann euch das zeigen, wenn ihr da mal in das Räumchen da reingeht. Ich lasse das hier oder kann ich das mitnehmen nach Hause? Ja, kannst du auch nachher mitnehmen. Sieht irgendwie lecker aus. Hast du was vorbereitet? So, die verschiedenen Asphaltschichten. Das habe ich zu Hause auch. Ja. Auf meinem Basketballplatz, ja. Selbe Farbe. Ja. Hm. So ein. Nee, so mehr so. Das muss Nils nachher rausschneiden. Schlumpfscheiße. Ne? Was haben wir hier? Pass auf, das hier zum Beispiel ist ein Bohrkern. Wenn die Straße fertig gebaut ist, dann bohrt man solche Kerne daraus. So dick ist eine Straße? Ja, und dicker. Ich hätte gedacht, das wäre so. Ich hätte nicht gedacht, dass die Deckschicht so dick ist. Ja, also die ist zum Beispiel beim 8er Korn, also 8 mm Korndurchmesser, hat die 3 cm. Beim 11er Korn sind es 4 cm. Und wir als SAW haben auch einen eigenen Baubetrieb. Also wir können die Asphaltstraße ja auch bauen, was wir da auch getan haben auf der L28, da wo du nachher fahren willst. Ja, das muss man vielleicht noch mal erklären. Lars hat ja was vorbereitet. Guck mal, Lars, du bist so eine Überraschungskiste hier. Oder? Ja, wir werden ja gleich noch mal, so habe ich gehört, auf eine Baustelle fahren, wo wir eine Straße haben, wo wir mit unserem schönen T1 noch mal so ein bisschen flanieren können. Und der T1 reißt richtig Asphalt auf. Ja, der hat richtig Drehmoment. Der hat so einen Drehmoment, das glaubst du gar nicht. Ja. 50 PS? Nee, tatsächlich. Die haben den bei euch gemessen. 93, 94. Also die Straße, auf der ihr fahren wollt, die L28,
Die besteht aus zwei Schichten, aus einer Tragschicht und aus einer Deckschicht. Wer sagt, wie dick muss es sein? Ja. Das sagt der Auftraggeber, also die Straßenbauverwaltung. Also man misst tatsächlich, wie viele Autos und wie viele LKWs fahren darüber in einem bestimmten Zeitraum. Und dann wird das hochgerechnet auf eine Nutzungszeit von 30 Jahren. Mehr nicht. Ja. Aber die Deckschicht bleibt doch nicht 30 Jahre. Nein, das ist schon richtig. Aber es geht erstmal um die Verkehrsbelastung, die da drauf ist. So. Und dann teilt man das ein. Das sind verschiedene Belastungsklassen. Es gibt also von, die höchste ist BK 100, Belastungsklasse 100. Heißt 100 Millionen 10 Tonnen Achsübergänge in einem Nutzungszeitraum von 30 Jahren. 100 Millionen? Ja, genau. Was wäre das so am Tag? Wenn das 2000 LKWs am Tag sind, dann kommt man so in den Bereich. Oh, 2000 finde ich schon Wahnsinn. Wenn man mal den Vergleich zieht, ein 40-Tonner LKW verursacht so viel Schaden wie 67.000 Tiguans zum Beispiel. Einer? Wie 67.000 Tiguans? Ja. Okay. Und das ist ja einfach das Ding, ne? Wie viel Last brauche ich, um deinen Knochen zu brechen? Ja. Viel. Aber wenn ich die Hälfte nehme, passiert gar nichts. Ich glaube, das ist ja. Das so, ne? Genau. Dass einfach die Belastung so nach oben geht. Mhm. Ja. Kann man nicht eine Straße machen, die einfach viel länger hält? Kann man eine Straße zu hart machen? Ja. Ah. Es gibt so eine Regel beim Straßenbau, so hart wie nötig, so weich wie möglich. Das hat ein bisschen mit Beton zu tun, was man da reingibt. Beton, der Rückstand aus der Erdöldestillation. Ja, das ist der Klebstoff in dem Asphalt. Der klebt meine Komponenten zusammen und bildet meine fertige Asphaltstraße. Also durch Umwelteinflüsse, Sauerstoff, UV-Strahlung und so weiter versprödet er. Und versprühen heißt, er wird immer härter. So, und wenn ich jetzt eine ganz harte Straße bauen würde, dann fängt dieses irgendwann an, kaputt zu gehen. So, und wenn ich jetzt ein weiches Bitumen nehme, ne? Weiches Bitumen neigt eher zu einer Spurrinne, wenn ich da mit dem Auto drauf fahre. Aber andersrum ist es auch so, es hält sehr lange. Irgendwann gibt das mal ein bisschen nach. Dann hast du zwar eine Straße, die ein bisschen wellig ist, aber sie ist in ihrer Funktion nicht eingeschränkt. Und jetzt kommen wir zu einem Punkt, der für mich in meinem normalen Alltag wirklich sehr interessant ist. Es gibt wirklich Rennstrecken, es gibt Asphaltarten, über die fahre ich. Mhm. Und da sage ich innerlich, oh, hier ist es nicht so geil. Oder wenn es ein bisschen feucht wird, reagiert er sofort drauf und wird sofort rutschig. Jetzt sehe ich hier was Grobes, ich sehe was Überschliffenes, ich sehe was Feineres. Durch das Fahren nutzt du die oberste Schicht ab. Mhm. So, und dann kommen die Steine. Das ist hier nicht nur die Rauigkeit der Steine, sondern auch wie so eine Verzahnung quasi. Ne? Und das beides bedingt ja die Griffigkeit. Da gibt es auch ein Prüfverfahren. Du musst messen, ob die Straße griffig genug ist. So, und zum Beispiel nach Fertigstellung, dieses hier, das werdet ihr nachher unterm Reifen haben, streuen wir noch ein bisschen ab. Dass das so ein bisschen, das wird ein Split, wird da eingewalzt und dann hast du so ein bisschen so Sandpapier. Aber der trägt sie auch raus. Richtig, aber so lange, bis denn das hier wirkt. Das ist zum Beispiel ein Bohrkern, der ist 5 Jahre befahren. Mhm. Das ist die Fläche, die man nachher befährt oder haben möchte. Und wie entwickelt ihr? Also ich sehe hier verschiedene Erwärmungs-, Erhitzungsmöglichkeiten. Mhm. Also hier in diesen Kisten, da sind also alle Gesteinskörnungen, die wir quasi so verwenden. Flintstein ist das. Und der ist zum Beispiel hier in diesem Asphalt hier drin. Wie warm wird der ausgelegt? Also ausgeliefert wird der mit 180 Grad. Und eingebaut werden muss er auf der Baustelle mit mindestens 140. Das finde ich total krass, weil wenn du mal überlegst, das ist ja wirklich von der Konsistenz jetzt gummig, so, ne? Klebrig. Ja. Und das liegt jetzt oder soll 30 Jahre in diesem Gemisch liegen und seine Eigenschaften bewahren. Denn wenn du jetzt mal überlegst, du stellst ein Auto 30 Jahre lang in die knallende Sonne, dann guck dir mal die Scheibendichtung und die ganzen Kunststoffteile an. Früher hat man ja mit Teer gearbeitet. Genau, das wollte ich nämlich gerade sagen, weil Teer ist böse. Teer ist nicht gesund. Richtig. Und das denken ja viele Teerstraßen. Mhm. Die Straße wird heute nicht mehr geteert. Richtig. Seit wann nicht mehr? Verboten ist das seit spätestens Anfang der 80er Jahre. Okay. Davor hat man noch Gemische zugelassen aus Teer und Bitumen. Gibt es noch Teerstraßen? Ja, wenn man das alte rausfräst. Und was wäre jetzt von den Eigenschaften besser oder sind die gleich? Oder? Na, dem Teer wird nachgesagt, dass es doch noch ein bisschen dauerhafter ist. Lars? Ja. Was ist das? Was ist denn das? Da ist Asphalt drin in diesen Flaschen und wir bestimmen die Dichte des Asphaltes. Was bist denn du so von der Ausbildung her? Ich habe mal gelernt, mal Baustoffprüfer. Da gibt es 3 Fachrichtungen. Einmal Asphalt, Mörtelbeton und Geotechnik. Ein Lehrberuf nach IHK, 3 Jahre. Dann habe ich Bauingenieurwesen studiert. Und dann habe ich noch mal einen kaufmännischen Master oben drauf gesetzt. Aber das hat jetzt nicht so viel mit dem Bau zu tun.
Das ist hat sich ja gelohnt. Ja. Das ist schon mal ein Werdegang. Ja, aber die SAW an sich bietet ja viele Möglichkeiten der Ausbildung. So unter anderem den klassischen Straßenbauer. Und das hat ja Leon mal gelernt. Du hast ihn ja mal. Ja, wir haben uns mal kennengelernt. Ich würde sagen, wir gehen mal raus an die Anlage und schauen uns mal an, wie ihr das zusammenmischt, was du dir so ausgedacht hast. Da oben ist der Mischer oben drauf, ne? Nee. Die Mischtrommel. Nee, da oben wird getrocknet. Das ist trocknet. Früh übt sich, Herr Krämer. Ja, hier. Das ist alles Foto von dir. So blond war ich nicht. Ja, eine Asphaltmischanlage von Firma Ammann aus dem Jahr 1995. Im Jahr 2009 nachgerüstet mit einer sogenannten Paralleltrommel. Das ist die Trommel, die ihr da oben seht. Die okay. Paralleltrommel ist dafür da, um ausschließlich Recyclingmaterial zu erwärmen. Ja, es gibt so eine Trommel, da gibt noch eine mehr, die ist unten. Die ja. hat jede Asphaltmischanlage. Da wird also Gestein, Sand und Recycling dann warm gemacht. Wo kommt das Recyclingmaterial her? Von den Straßen, die neu gebaut werden. Vom Abfräsen? Genau, vom Abfräsen. Geben uns mal kurz einen Überblick. Da kommen die LKW rein und die bringen was oder holen was? Beides. Ja, also die LKWs werden gewogen, egal ob Wareneingang, wie zum Beispiel hier, wenn ihr euch mal umguckt, die Gesteinskörnungen, die hier angeliefert werden, die werden alle gewogen. Das Recycling, was wir bekommen, wird gewogen. Und der neue Asphalt, der produziert wird, fährt natürlich auch gewogen vom Hof. Mit dem T1 könnten wir vielleicht auch noch was nehmen. Ihren Eimer könnt ihr mitkriegen, das ist nicht das Problem. Aber man kann es vergleichen, dein Labor, das ist in groß. Richtig, das ist es in groß. Ne? Das heißt, du mischst da drin, machst die Mischung fertig. Ja. Und das Rezept wird dann mit den einzelnen Verteilern, ich kann mir vorstellen, da ist ein Fließband drunter. Doseure. Doseure. Gehen wir gleich hin. Gucken die Doseure. Ich war gerade noch beim Doseur. Ja. Warst du das? Nee. Oh, ich glaube, es ist mir schlecht. Wovon? Brechsand. Okay, der war flach. Also das ist der Doseur, vom Radlader befüllt. Ja. Und dann hat jeder Doseur unten so ein Dosierband. Ja. Und das ist kalibriert auf Tonnen je Stunde. Und unter den Doseuren ist so ein Sammelband. Also alle Doseure, die dann laufen, schmeißen ihr Material auf das Sammelband. Dann fährt das hoch zur Trockentrommel. Und wie viele Tonnen kann die Anlage jetzt so, die Stunde? Das kommt drauf an, was für ein Mischgut du herstellst. Zwischen 160 und 200 Tonnen die Stunde. Ich habe gesehen, ihr habt drüben auch noch Doseure. Ja. Das heißt, ihr doseurt von zwei Seiten? Ja, da sind die edlen Sachen, Binder- und Deckschicht zum Beispiel, die beiden oberen Asphaltsorten. Die kommen aus den Doseuren und die Tragschicht kommt aus den Doseuren. Du weißt ja, ne? Den Doseur ist nichts zu schwören. Ja. Das ist die Trockentrommel. Nur der HSV. Ich sag eine Trockentrommel. Das warst du, ne? Nein. Ich habe mit Fußball gar nichts am Hut. Wenn die im Winter reparieren, dann sind die Kollegen kreativ. Ah. Kann man denn eine Autobahn oder Asphalt legen bei jeder Temperatur? Nein. Das Regelwerk gibt zum Beispiel Tragschichten bis 0 Grad. Nicht unter 0 Grad und bei Deckschichten zum Beispiel 5 Grad Außentemperatur. Ist aber beides nicht mehr ratsam. Weil es auf die Lebensdauer geht oder weil es auf die Qualität angeht? Wenn du jetzt, du willst ein Auto lackieren, machst du das lieber im Sommer oder im Winter? Also jetzt mal draußen jetzt. Ne? Draußen? Keine Halle. Also ich lackiere selten draußen. Ja, gut. Autos. Stell dir mal vor, du müsstest das draußen machen. Folieren würde ich ganz klar eher im Sommer machen. Warum? Weil einfach die Fügigkeit des Materials besser ist. So ist es mit dem Asphalt auch. Also um das vernünftig miteinander zu verkleben und vernünftig einzubauen, ist warmes und trockenes Wetter vonnöten. Mal eine unmoralische Frage. Ja. Diese ganze Anlage hier ist ja jetzt nicht mal eben 2,50 Mark. Nee. Über was für ein Investitionsvolumen spricht man, wenn man jetzt sagt, wir möchten uns jetzt zum Beispiel demnächst selbstständig machen, auch mal. Weil ich habe nämlich noch 5 Doseure zu Hause stehen. Ja. Ich habe auch noch 2. Das heißt, Grundstock wäre gelegt, aber was müssten wir da investieren? Also wir freuen uns natürlich immer, neue Partner am Markt zu haben. Das belebt ja das Geschäft. Ne? Ja. Wir würden das Ganze auch als Franchise machen mit Lars. Ja, oh, schön, das freut mich. Also wenn ihr so ein Teil in neu haben wollt, 10 Millionen Euro. 10 Millionen Euro. 10 Millionen Euro? Ja. Dann habt ihr aber auch, dann ist schon auch mit viel Features dabei. Machen wir. Ich hätte gedacht, teurer. Wenn du jetzt zum Beispiel ein riesen Infrastrukturprojekt hast, was irgendwie so lokal ist. Dortmund oder so, was irgendwie so lokal ist. Da gibt es auch so Asphaltmischanlagen, die werden dann quasi für 2 Jahre irgendwo da gebaut. Mobile Anlagen. Ach, mobile dann tatsächlich. Ja. Gibt es extra von den Mischanlagenherstellern, die sind quasi so immer in LKW-Größe und die hängst du einfach zusammen. Jetzt seid ihr ja SAW. Ja. Wie viele Mischwerke habt ihr? Wir selber haben 2. Eins in Kiel und dies hier. Und dann haben wir noch eine Beteiligungsgesellschaft in Meckpomm und Brandenburg. Das sind
Die Firma heißt Hanse Asphalt und die besteht aus 8 Mischwerken und davon sind 3 Mischwerke quasi unsere, waren früher unsere. Wenn man jetzt hier zum Beispiel arbeiten möchte, ja, was wäre das jetzt hier so für ein Ausbildungsberuf oder so für ein Background? Es gibt einen Ausbildungsberuf, der ist relativ jung, Verfahrensmechanik Asphalt nennt sich der. Ausbildungsberuf? Ja. Das ist cool. Ist sehr viel überbetrieblich, also hier muss man Elektrikern können, hier muss man schweißen können, hier muss man was mit Pneumatik können. Ich sag mal, die, die das hier jetzt machen, sind entweder ausgebildeter Elektriker oder ausgebildeter Schlosser, die sich denn quasi das Mischen angenommen haben. Ja, ja. Wie viele Leute sind hier verantwortlich, damit hier alles läuft? Hier für die Anlage 4 Leute. Okay. Krass. Du, ich, dein Nachbar Willi und einen spreche ich an der Straße. Aber helfen kann der Money. Money. Ja. Das Mineral kommt hier rein und du siehst, die Trommel ist ein bisschen nach vorne geneigt. Ja, es fällt. Die Trommel während der Produktion dreht sich. Da drin sind Schaufeln, die das Material mit nach oben nehmen. Also ist die Geräuschkulisse hier drin auch sehr leise. Da können wir uns nicht unterhalten, wenn das läuft. Das glaube ich. Da ist eine Flamme, die das Material, eine Flamme, Feuer, die das Material trocknet. Also da kommt er jetzt mit, was weiß ich, 10, 12, 15 Grad und 4,5% Wasser rein. Und am Ende der Trommel hat das Material 240, 250 Grad. Das ist krass. So, okay. Und dann geht alles hier durch? Ja, pass auf, dann kommt das hier raus. Durch den kleinen? Ja, durch den Kanal hier. Das Rad hat ja richtig hier durch. Und dann fährt hier, hier ist ein Elevator, ja, da sind Schaufeln an der Kette, und sind ganz viele Schaufeln an der Kette und die spielen der immer. Genau, das ist der Brenner und der erzeugt halt also diese Flamme in der Trommel. Ja, 3 Meter lange Flamme. Boah. Während des Trocknungsprozesses entsteht eine Menge Staub. Das ist so ein bisschen wie der Staubsaugerbeutel ohne Saugkraftverlust. Ohne Saugkraftverlust. Mit der Riesensaugkraft. Für unter 100 Mark. Da sind also Filtertücher drin, die den gesamten Staub aufhalten. Und dann kommt im Schornstein, wenn es richtig gut läuft, nur Wasserdampf an. Ne? Also das Ding ist die sogenannte Entstaubung. Ja, hier wird also der gesamte Füller, Eigenfüller, der entsteht, der wird hier aufgefangen. Wenn das Produkt dann fertig gemischt ist, liegt das ja im Silo, so ja, 170, 180 Grad. Das heißt, dass er jetzt gerade rausgekommen ist, hat 170 Grad? Ja. Darf ich hier drunter hergehen? Ja, darfst du. Der Geruch ist ja geil, ne? Der Duft ist geil. Gerade, riecht das geil oder nicht? Es riecht geil. Also ich finde das Affentitten geil. Man darf das heute nicht mehr sagen, aber ich mag das auch beim Tanken, den Benzingeruch. Natürlich, darf ich sagen. Ja, ihr dürft das sagen. Das Ding hier oben drüber ist elektrisch beheizt? Nur die Klappe unten und der Rest ist quasi Thermoskanne, also gedämmte Silos. Sonst wäre es zu teuer. Ja. Was machen die denn, wenn die, wenn die in Alaska Straßen bauen müssen? Ja, dann haben die in Alaska eine Mischanlage. Die machen das vor Ort mal. Nee, schon klar, aber... Ja, aber die LKW sind ja wirklich, wie Lars sagt, das sind Thermoskannen mittlerweile. Die sind gedämmt. Ja, aber ich weiß noch, wo ich da stand, bei minus 40 Grad, da war mir schon anders. Und bei minus 40 Grad, da wird das Ding nicht auf die Dauer mal eben 4, 5 Grad verlieren. Da kann das in Thermoskanne sein, wie es will. Ja gut, aber wenn du dann hier meinetwegen 4, 5 Stunden hast, Zeitfenster, dann hast du da eine Stunde. Man muss halt gucken, dass halt die Transportwege entsprechen. Deswegen müssen wir auch noch mal zu euch, zu eurer Anlage nach Alaska. So, wie Sie sehen können, haben wir uns leicht umgezogen. Und ich finde meinen Helm sehr modisch. Würdest du den behalten? Eigentlich ja. Ja, dann nimm mit, habe ich extra für dich gekauft. Ich finde den wirklich schick und schön. Ich finde, Lars zieht nicht mit. Ja. Ja, du, ich habe deine Haare. Ich habe noch keinen Helm. Nur, ah, guck mal, die Doseure laufen schon. Da, wo das Lämpchen an ist, läuft der Doseur. So, da kommen halt Brechsand, 2,5 und 5,8 rein. Was ist zum Beispiel sein Job? Ist er Maschinist oder ist er in der Saison fährt er den Radlader und beschickt die Anlage. So, und im Winter, ab Mitte Januar, reparieren sie dann alle. So, und bis wann? Wann geht's dann wieder los? Ja, so Mitte März, Mitte, Ende März. Das heißt, ihr habt wirklich eine Winterpause, weil es dann eben der Fall ist, es ist eigentlich zu kalt, keiner baut Asphalt ein. Genau. Also hier verschleißen ja Teile und die werden dann im Winter getauscht, insbesondere die, die so aufwendig sind. Oh, wo es heiß
was weiß ich, noch würde es gehen, aber Ende August ist es kaputt. Dann tauschen wir es lieber jetzt aus, damit wir die Saison durchmischen können. Präventive Wartung. Genau, präventive Wartung. Genau. Wir können jetzt noch mal drin, die Trommel, die dreht sich jetzt auch, noch mal hingehen. Ne? Du müsst ja jetzt auch dann warm werden. Ja, ja, natürlich, klar. Ist relativ feines Gestein da drin. Ach so. Wenn du jetzt 32er Steine drin, dann macht's richtig Lärm. Also hier läuft der Elevator, ne? Das muss jetzt warm werden. Und da siehst du hinter der Klappe, ne? Da ist das Feuer. Guck mal da. Ja. Ja, eigentlich eine geile Soundkulisse. So, jetzt möchte ich euch gerne, bevor wir nach oben gehen, den RC-Doseur einmal zeigen. Ja. Wenn das Fräsgut, was ich dir vorhin beschrieben habe, wenn das angekommen ist von der Baustelle, dann kippen wir das da hinten hin. Und dann wird das erstmal aufgearbeitet. Das heißt, es wird gemischt und gebrochen. Und dann kommt das, könnt ihr da sehen, in der Halle, da wird das Material dann zwischengelagert. Mhm. Warum in der Halle? Weil Recyclingmaterial relativ viel Wasser aufnehmen kann. So, und das Wasser muss ja alles rausgetrocknet werden. Und Recycling nimmt halt das meiste Wasser auf. Und dann untersuchen wir das. Und das berücksichtige ich in der Rezeptur. Der Lauf des Materials, also hinten von den Doseuren, wo wir eben waren, durch die Trommel, bis das oben angekommen ist, das dauert ca. 20 Minuten. So, und das Recycling ist schneller oben, deswegen läuft das später los. Was ist in den Silos da drin? Das Bitum. Gedämmt, elektrisch beheizt. Das ist das Halbflüssige. Das genau. Ist. Und dann wird das auf 180 Grad gehalten. Wie bitte? Ja. Dieser ganze Traktor, da sind noch mehr Bitumtanks drin. Also wir können knapp 300 Tonnen Bitumen lagern. Auf einem Kubikmeter, wie viel Prozent ist denn Bitumen im Asphalt? Einfacher ist, eine Tonne Asphalt, im Schnitt über alles 5% Bitumen. Was ist das jetzt, was hier zugemacht Das ist ein Asphaltgranulat, also 8 mm Korngröße. Ein aufbereitetes Fräsgut von der Straße, wenn das mit dem Gerät da hinten gebrochen worden ist, granuliert, deswegen heißt es Granulat. Also RC. Ja, genau. Die Mengenermittlung geschieht über die Bandlaufzeit. Ja, nee, hier das wäre schlecht, wenn es so über die Bandlaufzeit geht. Das wird gewogen. Oben. Gewogen. Das wird oben in der Anlage gewogen. Ja. Ja, moin. Moin. Ja, das ist Mischanlage hier. Er will pink, hat er eben geäußert. Ja, kann ich auch machen. Kannst du auch, ne? Farbe rein. Ah, guck mal, da siehst du die Doseure. Nee, das sind die Silos. Da sind die Doseure. Guck. Und was ist so Highscore? 275. Genau. Hier. Das ist die Trommel, hier wird das getrocknet. Mhm. Da wird das gesiebt und verwogen. Das ist quasi die Rezeptur. Kalt heißt jetzt was? Du machst mit dem Gestein, was aus dieser Trommel kommt hier, da wo wir eben waren. Das Gestein ist ja 265 Grad heiß. Ja. Mach das kalte Recycling mit warm, dass das fertige Produkt am Ende 180 Grad hat. Und was hast du auf dem Screen jetzt hier? Hier habe ich die ganzen Waren. Ist ja vorgegeben vom Rezept. War das früher auch mal mit so Bedienpanels? Nee. Aber die Vorgängeranlage, die war ja noch... Die ganze Anlage war noch mit... Aber hier hast du auch was Feines, ne? ITT? Ja. Das Gute. Das Gute. Das läuft noch. Ja, geil. Okay, hier wird gesteuert. Jetzt würde ich aber wirklich gerne mal hoch. Ja, geht los. Mein schöner Helm muss ja auch zum Einsatz kommen. Wir wollen alle meinen Helm haben. Ja, ja, wir müssen ganz nach oben. Oder bis wir ein Sauerstoffzelt brauchen. Wir machen hier gleich einen Zwischenstep. Dann kannst du die Tür mal aufmachen und da mal reingehen. Da siehst du den Kübel. Oh. Also von oben kommt das fertige Mischgut. Oh, das ist geil. Ja. Bitte nicht die Tür aufmachen, sonst hält die Mischanlage an. Da würde ich aber schon gerne mal rein. Ja, nee. Nee. Aber technisch ist es schon simpel. Da drunter, das sind die Klappen. Na, geht da rein. Wie Kuchen backen. Wie Kuchen backen. Das ist ganz eigentlich wie bei unseren Zimtschnecken. Die müssen auch schön knietschig bleiben. Wenn die zu lange drin sind, werden die staubtrocken. Im Vergleich reißt der Asphalt auf. Also was die erzielen wollen ist, dass die Temperatur und das Gefüge mit dem Beton immer identisch ist und immer gleich ist, dass einmal schön verlegt werden kann und wir dann lange drauf fahren können. Das ist das Ziel. Was man sagen wollte, das ist ein perfekter Kreis. Hier ist Mineralwaage. Siehst du hier, ist flexibel gelagert. Dass das ein bisschen arbeiten kann. Genau, jetzt siehst du gleich, guck mal hier, die Klappe ist auf. Und jetzt wird wahrscheinlich gleich die auch noch aufgehen. Vermute ich mal. Ich glaube die. Müssen wir auch. Ja, das ist Sand. Dann geht die zu.
Ich weiß nicht, ob die jetzt noch aufgeht. So, das siehst du? Ha! Ha! Ich habe Dinge mir gebaut. So, also das hier ist Mineral, ne? Ja. Ist auch schon, und da drüber ist die Absiebung. Da würden wir jetzt sonst hingehen. Ja, da gehen wir hin. Gut. Da lang, Treppe hoch. Das ist aber ein geiler Blick. Irgendwie. Das ist richtig geil. Das ist 35 Meter voll. Oh, gut, ich muss das nicht in einen Turn hier hoch. So, und das hier ist 7. Und hier wird jetzt das Material, was jetzt alles in der Trommel war, wieder gesiebt in Sand, 2,5, 5,8. Wie viel Wartung hat denn so eine Anlage? Wartung? Ja, weil ich sehe relativ schwere Materialien, die ganze Zeit harten Kontakt haben. Also die Siebe musst du, glaube ich, alle 2 Jahre oder alle 2 Winter werden die gewechselt. Was macht ihr mit Solar? Strom. Ja, Solar. Ja. Also wir wollen natürlich unseren CO2-Abdruck verbessern. Letztes Jahr, sie ist, ich glaube, im Mai oder im Juni ans Netz gegangen und hat allein in den 8 Monaten 35.000 kW Strom erzeugt. Krass. Und damit haben wir dann unsere Bitumtanke geheizt. Also es macht ja Sinn. Ja, ja, das ist logisch, klar. Ne? Das ist das Beste immer, ja, wenn du ihn direkt verbrauchen kannst. So, das Ding ist nachgerüstet hier, die Paralleltrommel. Hier ist immer die Preisfrage, wieso muss denn diese Trommel hier oben sein? Das, was hier statisch hier an Riesenträgern hochgebaut, da könnte man doch auch sparen. Aber wenn ich Recycling warm mache, ist es klebrig. Dann ist es gut, wenn nur noch freier Fall nach unten ist. Und kaltes, feuchtes Recycling kann ich sehr gut lange transportieren. Deswegen setzt man diese Trommel nach oben. Ja, also mit der Anlage sind wir in der Lage, bis zu 60% Recycling zuzugeben, in der Tragschicht zum Beispiel. Du denkst vielleicht jetzt als Laie, wenn du Recycling, also altes Material zugibst, ist es vielleicht minderwertig, aber in der Tragschicht wird es benutzt, in der Deckschicht? Auch, aber kalt. Ich vergleiche das immer gerne mit Glas und mit Papier. Bei Glas zum Beispiel ist es so, neues Glas besteht zu 80% aus altem Glas. Und es ist nicht minderwertiger, ne? Also das ist ein wirklich Recycling. Die höchstwertige Wiederverwendung ist in dem Produkt, wo es herkommt. Und dann kommt hier halt das Granulat rein, fährt in die Trommel rein und wenn das hinten rauskommt, dann ist es halt warm und trocken. Willst du noch eine Etage höher? Nee, so reicht. Gut. Da oben ist der Viewpoint, ne? Ja, Jack, ich fliege. Da habt ihr echt eine Flugbefeuerung? Ja. Wie geil. Ja, weil da der NATO-Flughafen ist. Und da ist hier, das ist die kurze Start- und Landebahn, die man da sehen kann. Jo, das siehst du ja von da. Und wenn die, Tornados mal auf der kurzen Start- und Landebahn landen, dann kannst du, wenn du hier oben bist, kannst du schon mit dem Typen in seiner Kabine schon mal winken. Also was man von hier oben gut sehen kann, ist, wir haben das Material, was da hinten am Knick liegt, was da so sehr ungleichmäßig aussieht, haben die gebrochen und das ist der Haufen, der hier hinter der Halle liegt. Okay. Das ist das Material, was die derzeit aufgearbeitet haben. So, und da gehen wir jetzt noch mal runter. Du bist der Meister der Maschine hier? Kann man so sagen. Also du verarbeitest RC. Genau. Recyclingmaterial. Das ist noch von der Straße, das abgefräste? Das fräst gut, genau. Dazu die Scholle denn. Das grobe Material, das wird verkleinert hier mit Meißel oder mit dem Bagger. Okay, dann kippst du es rein? Genau, dann kommt aus dem Trichter. Hier befindet sich der Vorbrecher. Da unten haben wir die Welle. Da sind Zähne drauf und Platten. Da wird das erste Mal zerkleinert. Dann läuft es auf Band 1. Band 1 läuft bis oben hin auf Siebdeck. Das ist der Siebbogen. Der schüttelt da durch. Da hast du oben ein Siebdeck und unten ein Siebdeck. Dann können wir 2 Fraktionen fahren, quasi. Das ist ja im Prinzip transportabel, ne? Genau. Das ist ja ein eigener Tieflader. Genau. Vorne sattelt der LKW unter. Und dann seid ihr auch auf Tour oder bleibt ihr hier? Ganz Deutschland. Wenn ihr jetzt was klein macht, wie schnell läuft ihr denn durch? Also wenn man gutes Material hat, sag ich mal, kann man 200 Tonnen die Stunde brechen. Ist das ein Backenbrecher oder was ist das? Nee, das ist eine Welle, eine einzelne Welle und du hast so eine Brechwand daran. Und die Welle so eine Brechleiste. Genau, so eine Brechleiste. Und da dreht er das Material dann durch auf der Seite. Und dann hast du hier nochmal so einen Walzenbrecher. Dann darf man auch nicht das Falsche reinkommen. Nein. Kannst du ein Auto reinhauen? Ja, klar. Könnte man, aber er jagt nicht durch, weil der Trichter einfach zu schmal wird. Ah, schon probiert oder was? Nee, noch nicht. Noch nicht. Ja, okay, cool. Ich würde sagen, Lars, wir können jetzt eigentlich rüber zur Baustelle, oder? Danke sehr. Jo, kein Problem. Ganz gut. Ich hab zu danken. So, Jens, wo müssen wir hin? Die sind hier schon am Malochen. Jo, arbeiten mit! Aber so, dass der Turm mich da nicht wegkegelt.
Das ist ja ein Kurzeck. Guck mal, hier wird neu eingebaut, oder was? Warum glänzt das so? Ja, ne? Ja, hier wird noch asphaltiert, hier wird noch gemacht. So, guckst du? Oh, anscheinend, ne? Ich hab keine Ahnung, was hier los ist. Aber ich glaube schon. Hab ich damit zu tun? Ich bin aus dem Labor. Ja, genau. Ich bin Freilandhaltung gar nicht gewohnt. So, sind wir auf der Baustelle. Ja. Das ist die Trägerschicht jetzt hier drunter? Hier ist die Asphalttragschicht. Und die wurde dann anschließend angesprüht mit einer Bitumemulsion. So eine Art Haftvermittler. So ein genau, okay. Richtig. Damit man vernünftigen Schichten verbunden hat. Was für eine Stärke haben wir jetzt hier? Ja, da kommen jetzt 4 cm drauf. 4 cm? Oh, das klebt doch richtig, ne? 1 bis 4 cm kommen da jetzt drauf. Das ist ja die Straße, die haben sie letzte Woche gebaut. Ja, in 2 Tagen haben die hier knapp 2600 Tonnen eingebaut. Anschließend dann diese Nebenflächen, dass man Zufahrten, Hofauffahrten. Und wie macht man das, dass das dann halt nicht so ein Hubbel erzeugt? Also man muss einfach nur genau arbeiten, denke ich mal. Oder gibt es irgendeinen Trick? Da fragen wir Holger am besten. Okay, dann holen wir einen Holger ran. Innen an der Schippe ist er, komm jetzt. Sag mal, Holger, jetzt tu doch nicht so, als ob du an der Schippe bist. Nee, tu ich auch nicht. Guten Tag. Hi. Moin. So, du trägst jetzt hier 4 cm drauf? Ja. Oder 3? 4. 5 lose. Okay, eine Frage habe ich direkt vorab. Diese Oberfläche, ist das die, die wirklich nachher so bleibt oder wird die nochmal irgendwie verändert? Weil das wirkt für mich sehr, sehr plan und sehr glatt. Wenn ich jetzt hier so drüber gehe. Das ist ja vom Walzler her. Und da kommt ja noch einmal Split drauf. Genau. Für die Griffigkeit. Und der Split durch das Fahren arbeitet sich rein? Oder? Durch Einwalz. Durch Einwalz. Der muss gleich mit eingewalzt werden in frischen Asphalt. Und dann die ganze Strecke wieder durch. Wie viele Kilometer sind das? Der Fallstück hier 4 Kilometer ungefähr. Und das habt ihr schon mit Split eingewalzt? Das ist wirklich fertig. Gleich in der Fertiger, zweite Walze. Splitte gleich mit ab. Wie lange hält so eine Straße bei der Belastung, die jetzt hier wahrscheinlich drüber fahren wird? Mit Fahrspuren. 10 Jahre. So, das heißt im Prinzip in 10 Jahren? Wäre es dann sinnvoll, wenn die ersten Schäden kommen würden, einmal nur die 4 cm abzufräsen, dann neue Verschleißschuhe. Also du hast jetzt im Prinzip ein neues Paar Schuhe und in 10 Jahren machst du neue Sohlen drauf, genau. Und läufst weiter. Ja, weil sonst war die hier 20, 30 Jahre alt und nichts dann gemacht. Und das Abgefräste kann dann quasi RC werden, also Recycling. Genau. Und dann bauen wir hier unten in die Tragschicht, haben wir jetzt das alles wieder eingebaut. Kann das sein, dass das schon ein RC-Anteil hat? Das Fräsgut von hier ist hier auch schon wieder mit drin. Okay, das ist geil. Geht zur Anlage, wird durchgebrochen nochmal, wieder verfeinert. Ja, das haben wir heute gesehen. Kommt hier dann eben in die Tragschicht, die 32er wieder mit rein. Wie lange machst du schon Straßenbau? Oder Schwarzarbeit? Schwarzarbeit, genau. Ja, bis ja, ne? Oh, seit 94. Jetzt wird es spannend, jetzt fängt an zu kippen, ne? 90. Wie bist du dazu gekommen? Oh, irgendwann mal, ich bin gelernter Lackmechaniker. Dann irgendwann mal so reingerutscht in Baumaschinen, irgendwann um Fertiger gesessen, Walze gefahren und immer weiter. Was magst du an dem Job? Wirklich Spaß entlang für alle, mit der ganzen Kolonne zusammen. Ja, das merkt man schon. Ja, ihr habt Spaß, ne? Wir haben Spaß dabei. Du am meisten, ne? Ja. Passt schon, ne? Wir mögen kein Pflaster oder Bordsteine setzen. Ja. Und du hast ja im Prinzip auch einen Job, wo du siehst, du kriegst was mit. Ich wollte es gerade sagen, die waren noch zu, ne? Ja, aber die haben Quatschen, sag ich wieder. Die sind normalerweise auf. Aber er hat ja, wenn Bagger in Ladung ist, kippen wir ihn an, dann wird er versichert. Passt du nicht auf, oder was? Ja. Was kostet das jetzt? Kasten Bier, oder? Ja? Wie viel ist jetzt hier drauf? 15? Normalerweise 27,6, wenn er gut geladen hat. Das ist ja im Prinzip ist das Hightech, ne? Oder? Das ist Hightech, ja. Hightech hier mit, aber das ist Ultraschallsensor, oder? Das ist Ultraschallsensor, ja. Genau. Das heißt, den machst du einmal auf deine Höhe und dann kannst du den auf Automatik den stellen. Den und dann stelle ich auf Automatik, dann nimmt der automatisch immer dieselbe Höhe. Mega. Genau, ich mach das jetzt hier, ja? Dann ist der LKW-Fahrer irritiert jetzt. Ja, jetzt halt er nämlich so mal. Da heißt jetzt abfahren. Wie viel Handwerk, wie viel Maschine ist das jetzt noch? Also ich würde sagen, weit über 60% ist Handwerk. Immer noch, ne? Was macht er jetzt gerade? Er fährt jetzt eigentlich per Hand und so ein bisschen rein raus, dass er die Kante sauber trifft. Also der steuert jetzt die Bohle. Der steuert jetzt die Kante. Das heißt, Mischgut wird jetzt mit dieser Schnecke vom Aufgabebehälter da an die Bohle. Kratzerband drin, haben wir auf Automatik gestellt. Schnecke läuft jetzt auf Automatik, kann man mal per Hand. Ja. Er sucht sich jetzt immer seine Höhe. Das ist eben das, was man alles per Hand und Auge machen und nach Gefühl machen muss. Und das walzt der Platz. Das walzt dann herunter. Und wenn er das passen hat, so wie jetzt, hat er hier vorne den Ultraschallsensor eingeschaltet. Ja. Der tastet jetzt ab. Er hat seine Höhe gefunden, hat er, das ist gut. Wirklich einmal auf Null. Und dann hält er die Höhe automatisch. Genau. Der nimmt jetzt immer von der alten Fahrbahn.
Was passiert, wenn jetzt starker Regen kommen würde? Aufhören oder weitermachen? Also wenn man absehen kann, dass das gleich wieder zu Ende ist, dann würden wir kurz stoppen, Pause machen oder man hat ein kurzes Stück nach weiterbauen. Wenn es jetzt noch ein langes Ende mit Decke ist und es bleibt bei Regen, muss man irgendwann stoppen. Muss man alles. Wetterbericht ist das Wichtigste. Aber ich sag mal jetzt bei 30 Grad ist das natürlich jetzt auch kein Zuckerschleck, ne? Da musst du schon so ein bisschen. Man gewöhnt sich natürlich dran. Man kann mehr ab wie, weiß ich nicht, andere Leute, ne? Wir machen das ja jeden Tag. Was macht dir Spaß hier dran? Weiß ich nicht, einfach die Sache an sich. Also als Tiefbau habe ich immer gesagt, mit Asphalt will ich nie was zu tun haben. Okay. Und dann habe ich damit angefangen und dann wollte ich nichts anderes. Allein vom Geruch schon geil. Ja. Ja, im Prinzip ist das ja so ein bisschen, sag ich mal, ein großer Jugendtraum, ne? Weil du baust ja im Prinzip deine Karrierebahn hier in echt. So die Schienenstücke zusammenstecken. Man ist ja so ein bisschen stolz nachher, wenn man selber drüber fährt. 100%. Straße habe ich gebaut. Ne? Da vorne ist schon fertig, ne? Ja. Wir beide testen mal da drüben, ob das auch dementsprechend funktioniert. Auf meine Manier. Ich habe was vorbereitet. Nee. Doch. So, wir gehen mal Richtung Garage da. Und wenn das richtige Türchen sich öffnet, Tor 1 oder das Tor 2 oder das Tor 3. Ich will mal die 2 nehmen. Die 2? Ja, ja. Nicht, dass da der Zong drin ist. Nee, ich hab heute gute Karten. Und da drin müsste was sein, was unseren Straßentest auf jeden Fall erleichtern wird. Was mit Niveau? Mhm. Und Leistung. Ja, guck. Da ist ja das angemessene Kfz. Kommt da rein. Das sind billig von der Bundeswehr. So, Freunde, wir werden jetzt mit unserem Carrera-Auto hier ein bisschen Spaß haben auf der neuen Carrera-Bahn, Herr Krämer. Und wenn ihr das auch vielleicht haben wollt, dann empfehle ich euch, kommt doch am 9.9. auf die Nordbau, denn der Herr Krämer und ich, wir sind für euch da und wir mieten eine andere Carrera-Bahn. Und zwar ein Flugfeld. Und zwar den Flugplatz in Neumünster, um mit euch so ein bisschen mal Spaß zu haben mit so einem Carrera-Auto. Wir verlosen nämlich 10 Mitfahrten und... keine normalen Mitfahrten. Nee, es wird etwas dynamischer werden. Und außerdem könnt ihr euch auf der Nordbau auch nochmal zum Thema Bauberufe komplett in aller Tiefe informieren. Ne? In diesem Sinne, wir sehen uns. Ne? Tschüss, Kes. Tschüss. Dann mach ich mal richtig kaputt jetzt. Für uns quasi. Richtig, eine abgesperrte Strecke über 11 Kilometer. Ja. Ciao. Aber siehst du, was ich meine? Das geht schon runter dann. Und wenn du da jetzt noch eine Sekunde oder zwei Sekunden länger bleibst, dann... Okay, das hab ich auch noch nicht gemacht. Die Jean-Pierre-Krämer-Allee.